Die Baureihe 187 Epoche 6 mit der Loknummer 187002-1 kommt als innovative Last Mile Lok von Bombardier, der BLS Cargo in Spurgröße TT, als Neukonstruktion in den Verhandel. Es ist eine für 15 kV 16,7 Hz und 25 kV 50 Hz Wechselstrom ausgerüstete Elektrolokomotive, die mit einem 180 kW starken Dieselhilfsmotor ausgestattet ist, um auch Streckenabschnitte ohne Oberleitung, also Last Mile, befahren zu können. Die Dachausrüstung ist präzise nachgebildet. Besonders besticht das Modell durch vorbildgerechte Nachbildung der unterschiedlichen Pantographen sowie der filigranen Dachisolatoren in vorbildlicher Materialstärke. Die Baureihe 187 überzeugt durch eine feine Detaillierung, makellose Lackierung und Bedruckung und entspricht in jedem Detail dem Original. Die Griffstangen im Frontbereich sind extra angesetzt. Diese Details tragen so zum perfekten Gesamteindruck des Modells bei. Die Piku BA 187 zeichnet sich durch einen Zinkdruckgussrahmen aus, besitzt hervorragende Fahreigenschaften und ist auf je einem Drehgestell diagonal mit einem Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft ausgerüstet. Angetrieben wird die Lok durch einen kräftigen Motor mit zwei Schwungmassen, die auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen des Modells sorgen. Die Nachbildung der Drehgestelle entspricht exakt dem Vorbild und gefällt mit vielen extra angesetzten Details. Blickfang sind die profilierten Radreifen. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Die Lokomotive hat auch eine digitale Schnittstelle PLAX 22. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Die Soundnachrüstung ist ebenfalls durch nachträglichen Einbau eines größtmöglichen Lautsprechers und einem Sounddecoder problemlos möglich. Die Baureihe 187 besitzt eine LED-Beleuchtung mit sehr guter Leuchtkraft. Der Wechsel von Dreispitzsignal und Schlussbeleuchtung erfolgt fahrtrichtungsabhängig. Das Schlusslicht ist auch separat schaltbar. Mit dem Modell der Baureihe 187 in TT besitzt Pico ein Alleinstellungsmerkmal. Sie kann als Güterzugmaschine ideal mit dem Pico Container und den neuen Schüttgutwagen FALNS eingesetzt werden. Ein echter Blickfang kann durch den vorbildgerechten Einsatz im Rangierdienst auf Strecken ohne Oberleitung erreicht werden. Das Modell stellt als preiswerte Formneuheit mit hervorragender Optik und ausgezeichneten Fahreigenschaften für TT-Freunde mit Vorlieben für moderne Epochen ein echtes Muss dar.